Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Anti-Tabak-Gesetz unterzeichnet. Es verbietet Rauchen in öffentlichen Gebäuden und auch die Werbung für Tabakwaren. Außerdem sieht das Gesetz eine Erhöhung der Tabaksteuer und einen Mindestpreis für Zigaretten vor. Das Gesetz tritt am 1. Juni in Kraft. Ab Juni 2014 wird es auch verboten sein, in Restaurants und Hotels zu rauchen. 44 Millionen Russen rauchen regelmäßig. Das ist ein Drittel der russischen Bevölkerung.